13 Uhr mittags in Duisburg. Am Wochenende wurden die Uhren wieder umgestellt. Behilflich dabei ist die beliebte Straßencafé-Formel. Im Sommer werden die Stühle vor das Lokal gestellt, im Winter kommen sie zurück ins Lager. Ich hoffe, Sie haben daran gedacht und wir fragen uns, warum werden die Uhren eigentlich umgestellt? Ziel ist es, Strom zu sparen und Energiekosten zu senken. Studien haben aber bereits ergeben, dass die Zeitumstellung gar nicht so viel Einsparung bringt. So urteilte die Bundesregierung im Jahr 2005. Zwar knipsen die Bürger im Sommer abends weniger häufig das Licht an, allerdings heizen sie im Frühjahr und im Herbst in den Morgenstunden auch mehr. Das hebt sich gegenseitig auf. Seit 13 Jahren weiß man also, dass die Zeitumstellung eigentlich gar nicht so viel bringt. Trotzdem ändert sich nichts. Obwohl sich viele Menschen darüber beklagen. Einschlafprobleme, Müdigkeit, fehlende Konzentration. Andere wiederum befürworten, dass man abends wieder länger draußen sitzen bleiben kann. Uns interessiert, was die Duisburger dazu sagen. Studio 47, Stadtfernsehen Duisburg. Kurze Frage an Sie. Und zwar, Zeitumstellung war ja am Wochenende. Wie kommen Sie damit klar persönlich? Eigentlich wunderbar. Wir sind Ruheständler und von daher haben wir keine Probleme. Viele beklagen sich ja über Müdigkeit oder Konzentrationsprobleme. Haben Sie da keine Last mit? Nein, absolut nicht. Ist alles in Ordnung. Alles gut. Aber wenn die Zeit wieder umgestellt wird oder wenn man auf die Winterzeit umstellt komplett, stört es uns auch nicht. Ne? Wie geht's Ihnen damit? Ich habe damit keine Probleme. Da es ja am Wochenende ist, schläft man einfach ein bisschen länger und dann ist alles in Ordnung. Ja, viele haben ja so Beschwerden, sagen auch, das ist nicht sinnvoll. Würden Sie sagen, man könnte die jetzt wieder abschaffen? Ich finde es auch unnötig. Also abschaffen könnte man die auf jeden Fall. Aber Beschwerden habe ich jetzt dadurch keine. Ich finde die Diskussion albern, ehrlich gesagt. Und ich finde die Zeitumstellung super, weil jetzt ist es abends länger hell. Das hätten wir sonst nicht. Und was soll ich damit morgens um 4 Uhr, da schlafe ich noch, wenn es da hell ist. Also ich finde das ganz gut, wie es ist. Sie würden also nicht sagen, man müsste die abschaffen? Nein, Zeitumstellung finde ich gut. Es ist nur eine Stunde. Da kann man sich sehr gut dran gewöhnen, finde ich. Also ich fliege nächsten Monat in die USA. Da habe ich einen Zeitunterschied von 9 Stunden. Das ist deutlich schlimmer. Und die eine Stunde, die macht es nicht aus. Ich bin auf jeden Fall müde. Aber ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hatte. Ja, aber ehrlich gesagt, mein Handy stellt sich von alleine um. Deswegen war das jetzt nicht so schlimm. Mir fehlt die Stunde. Ich muss erst mal wieder mich dran gewöhnen. Wir sind beide etwas Langschläfer und dann 10 Uhr aufstehen ist schon etwas mehr als 9. Ne? Also dieses Mal hatte ich wirklich auch Probleme, weil ich bin total aus dem Rhythmus gekommen. Also ich bin erst vor 2 Stunden wirklich wach geworden, sage ich mal. Da hilft auch kein Kaffee mehr. Und ja, ich kann das wirklich nur weiter sagen. Im Prinzip, die Zeitumstellung ist wirklich unsinnig. Ne? Das müsste mal abgeschafft werden. Gemischte Gefühle bei den Duisburgern. Aktuell prüft das EU-Parlament sogar, ob ein Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit überhaupt noch sinnvoll ist. Ob diese Zeitumstellung allerdings abgeschafft wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin bleiben wir positiv und genießen abends länger die Sonne.